Hallo, in diesem Video möchte ich die Überarbeitung des Befehls Detailansicht Quader und Kugel zeigen und wie die Überarbeitung gestaltet worden ist, welche Neuerungen es dabei gibt, wie man ihn anwenden kann. Doch zuvor möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, bevor ich mit dem Video starte. Das heißt, ich gehe auf die gewählte Ansicht. Mit der rechten Maustaste kann hier dann den Befehl auswählen, das heißt Detailansicht Quader Kugel. Man sieht jetzt sofort, dass dieser Dialog überarbeitet worden ist. Mir wird ein Mittelpunkt über die Kugel abgefragt, das heißt, ich kann hier einen Mittelpunkt definieren und kann mittels Ziehen der Maustaste diesen in der Größe definieren. Ich kann hier jedoch auch auf die Quader Eigenschaft umschalten, das heißt, dass es wie ein Quader gewählt wird und kann hier, so wie auch bei der Punktwolke, die Größe mittels Aktivieren der Pfeiltaste ändern. Weiters kann ich hier auch noch die Schraffur erstellen oder auswählen, nach welcher Schraffur die Schnittkonturen definiert werden. Mit OK oder mittlerer Maustaste wird diese Ansicht wie gewohnt erzeugt. Jedoch der große Vorteil jetzt bei dieser Ansicht ist, dass ich diese Ansicht wieder mit dem Befehl Detailansicht ändern editieren kann. Das heißt, ich kann hier ganz einfach die Größe ändern. Und so habe ich diese Ansicht ganz einfach editiert und auch geändert.